Jens Vogt ist bei uns im aktuellen Sportflügel vom Team CSC. Heute aber natürlich auch in seiner Funktion als Sprecher der Radprofis. Und wir wissen das durchaus zu schätzen, dass Jens Vogt heute Abend hier ist, weil es gibt viele, die wollen gar nichts mehr sagen. Und es ist ja klar, dass das nicht nur angenehme Fragen sind, die Ihnen heute Abend hier gestellt werden, Jens Vogt. Jetzt mal ganz aktuell, wir haben gerade eben gesehen, Ivan Basso. Haben Sie mit ihm die Woche gesprochen? Nee, er ist auch jetzt seit einem Jahr nicht bei uns in der Mannschaft. Man hat noch so ein bisschen so einen losen Kontakt, weil die Jahre, die Ivan bei uns war, also jetzt von dem Problem abgesehen, das er offensichtlich jetzt hat, ist er eigentlich ein ganz feiner Kerl, ja? Also. Ja, aber wäre das dann nicht Grund genug, mal zum Hörer zu greifen, den Mann anzurufen? Weil ich meine, Sie sind Sprecher der Profi-Radfahrer. Ist das nicht auch ein Teil Ihrer Aufgabe dann, zu schauen, was Ihre Schäfchen in Anführungsstrichen so machen? Ja, sicherlich, aber Ivan ist, sein Englisch ist nicht so gut, Englisch ist auch nicht meine Muttersprache, und da es ein sehr delikates Gesprächsthema ist, möchte man natürlich auch sicherstellen, dass der andere einen auch überhaupt nicht falsch verstehen kann. Das ist besser in einem Live-Gespräch am Telefon, wenn er ein Wort falsch versteht, ich verstehe ein Wort falsch, dann am Ende. Aber wenn es nur Sprachbarrieren sind, die so ein Gespräch verhindern, dann kann man sich ja jemanden dazu holen. Also Sie haben kein Bedürfnis gehabt, mit dem Ivan Basso Dinge zu besprechen? Es ist ja noch eigentlich wirklich gar nicht jetzt wirklich geklärt. Also dieser Fuentes Report oder Rapport, der hat wohl anscheinend, weiß ich nicht, 5000 Seiten oder 6000 Seiten. Ich habe keine einzige davon gesehen oder gelesen, und demzufolge bewegen sie alle auf dem Feld der Spekulation hier. Also es wäre schön, wenn man mal dann wirklich schwarz auf weiß sehen könnte, okay, so und so ist das wirklich gewesen. Aber es mag ja sein, dass das noch passiert, denn wir haben ja gerade eben auch rausgehört, und es mehren sich die Stimmen, die sagen, Ivan Basso hätte vielleicht sogar mehr gesagt, als jetzt an die Öffentlichkeit dringt. Gibt es Fahrer, die jetzt Angst haben? Haben Sie zum Beispiel Angst? Ja, nö, natürlich nicht. Weil mir ist klar, dass bei dem Fuentes, dass ich da den nie gesehen habe, und dass es da also kein Problem geben kann. Und ich stelle mir das auch so vor, wissen Sie, das ist ja so, wenn man sowas macht, dann macht man es auch irgendwie auch geheim. Wissen Sie, also ich meine, Sie tun ja auch nicht jeden Kamerakollegen jeden Abend überprüfen, ob der die Spesenabrechnung korrekt macht. Und Sie gehen davon aus, dass es erstmal alles. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man eine Spesenabrechnung nicht korrekt verrichtet oder es ob man. Es geht einfach darum, ich sagen will, also Sie müssen erstmal mit einem gewissen Vertrauensvorschuss rangehen. Sie müssen erstmal davon ausgehen, dass Ihre Mannschaftskameraden alle vernünftige Kerle sind. Und ist den Faden verloren. Ja, aber dem scheint ja nicht so zu sein. Wir können uns zum Beispiel gerne mal Danilo Hondo anschauen. Ein Radsportkollege, der momentan gesperrt ist. Der hat uns diese Woche Folgendes gesagt. Die Sportler, die Athleten, die Fahrer, insbesondere jetzt, wenn man von meinem Bereich ausgeht, die müssen sich schon mal zusammensetzen. Ja, und momentan hat man schon das Gefühl, jeder ist froh, wenn er irgendwie nicht gefragt wird. Und jeder ist froh, wenn er nicht irgendwo in irgendwie was verwickelt wird. Die Fahrer müssen sich wirklich zusammensetzen und müssen auch eine Vereinigung gründen, die ganz klar auch Forderungen stellt und die auch ganz klar Regeln aufstellt, so wie es die Vereinigung der Prototeams macht, wie es die Veranstalter machen und wie es auch die UCI macht. Klar, schlussendlich muss eine neue Entwicklung einfach her, das ist ganz klar. Und wir haben momentan das Problem, dass sich zwei Fronten bilden. Hier sind die Guten, da sind die Bösen. Hier sind die Guten, da sind die Bösen. Warum passiert das nicht, was Danilo Hondo da vorschlägt, dass man sich zusammentut und sagt, wir gehen das jetzt gemeinsam an und werden von innen heraus diesen Prozess mal in Gang setzen, aus den Reihen der Profi-Radsportler? Weil das theoretisch eine großartige Idee ist, aber dann einfach an der praktischen Umsetzung scheitert. Also wir hatten ja auch mal, es ging ja auch durch die Presse, die Idee, dass alle 600, also in der Pro Tour gibt es 20 Mannschaften, jede Mannschaft hat ca. 30 Fahrer, das heißt 600 Fahrer ca. Dass alle 600 Fahrer da nach Spanien runterfliegen und sagen, so, hier bin ich jetzt, ich möchte jetzt hier meine DNA-Probe abgeben, damit das ein für alle Mal geregelt wird. Mhm. Was ja an sich eine gute Idee ist, aber man kriegt leider nicht alle 600 Fahrer dazu zu sagen, großartig, da bin ich sofort morgen dabei. Warum kriegt man die nicht dazu? Weil es in verschiedenen Ländern verschiedene Gesetze gibt und verschiedene Auffassungen zu den Vorgehensweisen gibt. Und die Franzosen wiederum sehen die Sachen vielleicht ganz anders als jetzt in Skandinavien. Aber meinen Sie, es scheitert an den Gesetzen oder an der Einstellung? Was ist denn zum Beispiel es sind ja mittlerweile über 100 Sportler, die auf der Liste von Fuentes gefunden wurden. Haben Sie mal Kontakt mit denen gesucht? Was raten Sie denn denen als Sprecher der Profi-Radsportler? Der eine oder andere, der fährt natürlich auch schon wieder Radrennen. Ja, ich bin auch schon Radrennen gefahren mit einigen von denen. Jetzt gerade bei der Murcia-Rundfahrt
War dann auch ein Teil der Fahrer auf der Startliste. Was soll man denen raten? Ich meine, die schweben ja auch noch im Unbekannten. Die wissen ja auch nicht, ja, werde ich angeklagt oder nicht? Oder was liegt vor? Die haben ja auch die 6000 Seiten auch nicht gelesen. Das heißt, keiner weiß nichts Genaues nicht. Und alle spekulieren und raten und schätzen. Und dadurch ist es eben zu schwer, dazu eine klare Aussage zu treffen, schwarz und weiß. Das heißt ja, dass Sie deswegen nicht anfangen, etwas dagegen zu unternehmen, weil Sie einfach nicht wissen, wo Sie anfangen sollen? Naja, im Prinzip war das ja so, dieser spanische Richter hat ja dann die Unterlagen erstmal alle zurückgehalten und wollte erstmal das Verfahren gegen den Dr. Fuentes abschließen. Und demzufolge hat also unser Weltverband, die UCI, keinen Zugriff auf die gesamten Akten. Und das ist jetzt, ich müsste schätzen, vor einem Monat, vor anderthalb Monaten, ist dieses Verfahren, im März, glaube ich, war es, wurde dieses Verfahren gegen Dr. Fuentes abgeschlossen. Aber Sie konzentrieren sich jetzt zu sehr auf Herrn Fuentes. Es gibt ja wohl auch noch andere mögliche Quellen, wo sowas passiert ist. Glauben Sie denn tatsächlich immer noch an diese einzelnen schwarzen Schafe? Was bleibt denn anders übrig? Natürlich glaube ich daran. Sonst müsste ich ja sagen, okay, wir müssen jetzt den Laden dicht machen. Also, so weit bin ich noch nicht, nein. Also ich denke nach wie vor, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wir müssen jetzt ja auch einen durchaus schmerzhaften Schnitt hinnehmen. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und versuchen es einfach besser zu machen. Mhm. Jesús Manzano war im vergangenen Jahr hier im Sportstudio zu Gast. Das ist ein spanischer Radprofi, der hat aufgehört. Habe ich gesehen. Hören wir uns erstmal an, was er zu sagen hat. Er wäre durchs Doping fast ums Leben gekommen und er hat im vergangenen Jahr hier im aktuellen Sportstudio Folgendes gesagt. Kann man unter die ersten 10 der Tour kommen ohne unerlaubte Mittel? Unter den ersten 10 nicht und unter den ersten 50 und unter den ersten 100 auch nicht. Kann man die Tour überhaupt ohne fahren? Unmöglich. Das heißt, Sie rechnen damit, dass jeder, der dort angekommen ist von den 139 und von den 176, die da gestartet sind, dass jeder was macht. Unerlaubtes. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass jeder gedopt war. Ja, ich habe das damals auch gesehen. Ich hätte auch fast da den Fernseher bei mir zu Hause eingeschlagen, weil, ich meine, nebenbei hat er ja auch noch erzählt, dass er sich mit Hundehämoglobin gedopt hat. Ich glaube, das war auch in Ihrem Beitrag. Ich meine, ich bitte Sie, Hundehämoglobin, das ist doch jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Also ich glaube, das ist einfach ein frustrierter Fahrer, der anscheinend erkannt hat, okay, ich habe kein Talent, wurde rausgeschmissen. Er ist ja nicht der einzige Jens Vogt. Also viele von den Aussteigern, die berichten von diesem systematischen, von diesem flächendeckenden Doping. Sind das alles nur Nestbeschmutzer? Das kann nicht sein. Sind das denn so viele? Oder? Das ist genau das Problem. Also Willy Wood, Jesús Manzano, Jeff Dornt, um nur ein paar Namen zu nennen. Ja gut, wie ich so gerade sagte, der Manzano, der ist in meinen Augen als überhaupt nicht glaubwürdig. Ja, ich meine, wer so einen Quatsch macht, also ja, der kann ja auch geistig gar nicht mehr gesund sein. Und Jeff DeHond, ja, ist doch wahr. Ich meine, wer spritzt denn Hundeblut? Also ich bitte Sie, das ist ja ist ja völlig unklar. Da passieren noch ganz andere Dinge vermutlich ins Vogt, die mir völlig fern wären normalerweise. Da brauchen Sie mit Hundeblut gar nicht anfangen. Ich glaube, dass es auch ein Fehler ist, dass wir uns ausschließlich auf die Profisportler hier gerade konzentrieren. Ich glaube, wir müssen da viel weiterdenken. Es hat gar keinen Sinn, auch nur Einzelne zu bestrafen. Damit ist ja der große Herd nicht ausgelöscht, sage ich mal. Was ist denn mit Ärzten, mit Medizinern? Ich möchte in diesem Zusammenhang mir gerne mal den Jean-Pierre de Modena anhören. Der Mann ist Sportmediziner, den kennen Sie vielleicht. Er war 3 Jahre lang verantwortlich für die Dopingkontrollen bei der Tour de France. Solange man wie seit Jahrzehnten diejenigen zu sportlichen Leitern macht, die selbst Teil des Systems gewesen sind, können sie nicht glaubwürdig sein. Die einzige Botschaft, die diese Herrschaften vermitteln können, ist: Du dopst, ich will es nicht wissen, aber wenn du dich erwischen lässt, fliegst du raus. Ihr Teamchef zum Beispiel ist Bjarne Riis. Tja. Sie haben mal gesagt, der hätte allen Kredit bei Ihnen. Ist das dabei geblieben? Ich denke ja. Also, ich meine, dieses Jeff DeHond Buch, damals war ich 25, da bin ich beim Radteam Berlin Amateurrennen gefahren. Da war Bundesliga in Magdeburg das Größte für mich. Was weiß denn ich schon darüber? Aber die 3 Jahre, wo ich mit Bjarne zusammenarbeite, kann ich nur Gutes über ihn sagen. Er hat ein großartiges Team aufgebaut und zusammen auch mit T-Mobile haben wir auch ein wegweisendes Anti-Doping-Programm auf den Weg gebracht. Haben Sie mit Bjarne Riis darüber gesprochen? Worüber jetzt? Über die aktuellen Doping-Gerüchte? Ja.
Ist klar, das ist ja erst bei uns eine Mannschaft. Man möchte ja auch wissen, woran man ist. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben mit Yvonne Basso ja nicht gesprochen. Nee, der ist ja auch, wie gesagt, seit einem Jahr nicht mehr in meiner Mannschaft. Und, das tut mir leid, Jens Vogt, aber das ist für mich keine Begründung. Sie sind zusammen in einem Team gefahren. So groß ist dieser Radsportzirkus nicht, dass man nicht das Bedürfnis haben müsste, den muss ich jetzt anrufen, der Mann hat offensichtlich ein Problem. Ich bin Sprecher der Radprofis und es ist auch meine Aufgabe, da nachzufragen. Wann haben Sie letztes Mal mit Herrn Emich geredet? Ist er nicht auch Teil der Fernsehwelt? Ist die Fernsehwelt nicht auch klein und überschaubar? Wann haben Sie mit ihm das letzte Mal geredet? Ich erkenne Herrn Emich gar nicht, weil ich weder mit ihm zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Kapitel. Wissen Sie, ich versuche nur, diese menschliche Nähe, die Sie doch eigentlich zu ihm haben müssten, die spiegelt sich irgendwie in den letzten Tagen nicht wieder. Ja, Ivan hat ja auch erstmal im Augenblick sowieso genug zu tun. Also der hat ja erstmal genug mit sich selber zu tun. Ich glaube nicht, dass der noch weitere Ratschläge braucht. Der wird genug gute Ratschläge bekommen haben, denke ich. Ja, gut, dann bleibt mir natürlich jetzt mal an die nächsten Monate. Es steht wieder eine Tour de France an. Wir haben hier also vereinzelt Fahrer, die immer wieder plötzlich unter Verdacht geraten. Wie wird denn das jetzt weitergehen, wenn nicht da mal, ich sag mal, ordentlich aufgeräumt wird? Ja, das ist ja das, woran wir jetzt arbeiten. Aber leider lesen sich eben diese 6000 Seiten Dokument nicht so schnell. Und man kann ja nicht einfach jetzt sagen, ja, dein Name ist dann irgendwo aufgetaucht, du bist jetzt schuldig. Das geht ja nicht so. Das muss ja schon irgendwo bewiesen sein. Weil eine zweijährige Sperre ist natürlich für viele Fahrer auch einfach das Karriereende. Das heißt, das muss schon vorher wirklich alles von einem Anwalt so rechtlich abgesichert sein, dass man eben sagen kann, okay. Wissen Sie, das mit den Beweisen ist ja immer so eine Sache. Sie haben natürlich vollkommen recht, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, gilt ein Mensch als unschuldig. Auf der anderen Seite gibt es so viele Indizien, dass selbst bei einem Fünfjährigen die Fantasie da natürlich schon anfängt zu wachsen. Glauben Sie zum Beispiel, glauben Sie an Ulrich? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, ob Sie ihm glauben oder nicht. Das war ja eine deutliche Frage. Weiß ich nicht. Es wurde zu viel geschrieben, links, rechts, vorn, hinten, hin und zurück. Glauben Sie ihm? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich manchmal nicht, was ich glauben soll. Jan Ulrich sagt, er hat nicht betrogen. Die Indizien sprechen eine andere Sprache. Glauben Sie ihm? Hat er, machen wir anders, als abschließende Frage, wenn Sie dazu nichts sagen wollen. Hat der Radsport ein Problem? Ja gut, da bin ich der Allererste, der zustimmt. Schweren Herzens und es gefällt mir nicht, aber da muss ich wohl zustimmen, ja. Jens Vogt. Wäre schön, wenn wir dieses Problem irgendwann in den Griff bekommen würden. Dafür ist Ihre Sportart einfach viel zu schön.